Ich weiß, das kommt für alle jetzt gerade sehr überraschend. Ich habe es nicht angekündigt und ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel Vorbereitungszeit gehabt. Umso stolzer und glücklicher bin ich, wen ich alles versammeln konnte und durfte und wer mir alles die Ehre gegeben hat, heute hier bei mir zu sitzen. Die Idee für das, für diesen Panel-Talk, den ich für euch jetzt hier repräsentieren darf oder euch präsentieren darf, ist entstanden, weil ich auf Social Media mehrfach gepostet habe und von euch auch unendlich tausend Male geliked wurde, dass doch bitte irgendeine Sendung, vielleicht sogar der WDR, jetzt einen Panel-Talk veranstaltet und da mal 5, 6 Leute hinsetzt, die die Expertise auf ihren Gebieten haben und speziell zu den Themen Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, jede Form von Diskriminierung mit wissenschaftlicher Kredibilität sprechen können und nicht immer nur irgendwie ein Einzelner irgendwo geladen wird. Ich habe es also mehrfach geschrieben, hat nichts gebracht oder ich wurde zu einigen Interviews eingeladen, die ich aber alle abgesagt habe, weil die alle sehr schnell und kurz nur ein Satzstatement von mir wollten. Also habe ich gedacht, wisst ihr was, ich mache selber. Ich miete eine Halle, ich hole uns Gesundheitsbeauftragte, die uns alle testen lassen. Ich habe ein Kamerateam und habe das, wenn ich das jetzt an dieser Stelle so sagen darf, einfach aus eigener Tasche gemacht und gesagt habe, ich mache jetzt diese Sendung und habe gerade noch eine super Idee für den Namen zugezwitschert bekommen von meiner linken Seite, von Max Scholleck. Diese Sendung wird heißen Die beste Instanz. Deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen zu Die beste Instanz. Ja, danke. Und jetzt stelle ich meine Gäste vor und bin sehr, sehr froh, dass ich solche Namen von dieser Kredibilität alle so kurzfristig bekommen konnte für diese Sendung. Und ich muss auch noch dazu sagen, noch mehrere Gäste hatten gesagt, ich möchte auch und ich möchte auch, aber wir mussten uns wegen Corona an ein paar Regeln halten und konnten dann nicht, also wirklich auch super große Namen, die ich gerne am Ende auch nochmal nenne, wer alles da sein wollte. Aber wir sind jetzt in dieser Runde und ich fange an, meine Gäste vorzustellen, einfach von links nach rechts. Bei mir ist heute Gianni Jovanovic, 42 Jahre alt. Und Gianni, du bist Performer, du bist Aktivist, du bist auch ein bisschen Comedian, das hast du mir auch, darüber sprechen wir später noch, welche Schwierigkeiten damit verbunden waren. Und du hast selber gesagt, was man irgendwie kaum glauben kann, was ich gerne erwähnen darf, du bist zweifacher Vater und zweifacher Großvater. So. Und dein Sohn und deine Tochter sind erwachsen, du hast einen 27, also irgendwie, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber es ist unglaublich, man sieht es dir nicht an. Du bist Roma. Und du hast absolut die Möglichkeit, gleich mit uns über diese ganzen, die Thematik dieser Racial Slurs, dieser diskriminierenden Begriffe, die da genannt werden, weltweit, uns zu erklären, was da alles schiefgelaufen ist und schiefläuft. Ja? Vielen Dank, danke, für die Möglichkeit. Gianni. Danke, dass ich da bin. Ja, danke, dass du gekommen bist. Dann habe ich hier Natasha Kelly. Das ist eine promovierte Kommunikationssoziologin. Hat ihre wissenschaftliche Expertise, ihren Spezialbereich in schwarzer deutscher Geschichte. Mhm. Und da hast du mir, Natasha, vorhin, ich duze euch ja alle heute hier, hast du mir vorhin so schön erklärt, dass es eigentlich schwarze deutsche Geschichte ist und erstmal mit Rassismus gar nichts zu tun haben muss, aber so viele Parallelen eben auch zum Rassismus hat, dass du quasi deine Expertise in beiden Bereichen hast. Außerdem möchte ich dazu sagen, dein siebtes Buch erscheint im April, was wir nicht verpassen dürfen. Das Buch heißt Rassismus, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Mhm. So, das bei Natasha weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Du machst Theater, du schreibst auch Drehbücher, du bist auch Filmemacherin, Regisseurin. Es gibt bald eine Ausstellung von dir in Osnabrück, die wir uns Mai bis Juli angucken können. Und ich selber habe dich ja dadurch kennengelernt, dass ich Natasha ehrlich gesagt einfach auf Instagram angeschrieben habe und habe gesagt, ich habe ein wunderschönes Interview von dir gesehen, vor einigen Monaten. Und kann ich dich irgendwie supporten? Gibt es was, was ich teilen kann? Dein Buch, irgendwas? Und daraufhin meinte sie, ich würde gerne mal mit dir live gehen. Und ja, und ich fand das super, auch so ihre Ehrlichkeit. So, du hast eine Reichweite, die ich brauchen auch würde, um bestimmte Sachen zu sagen. Und ich so, ich würde das, für mich wäre es eine Ehre, jemanden wie dich zu haben bei mir. Und dann sind wir bei mir auf Instagram live gegangen. Das kann man auch noch immer noch sehen. Und am 2 Stunden hast du schön von der Basis an erklärt, Themen, die immer noch Leute hinterfragen und teilweise nicht verstehen. So.
Dann, zu meiner Linken habe ich hier Max Czolek. Wenn ich das so sagen darf, das ist nicht nur ein deutscher Bestseller-Autor, sondern einer meiner persönlichen absoluten Lieblingsautoren geworden. Und wer jetzt vielleicht sagt, das sagt die Inisa jetzt, weil der Max da eingeladen ist, der soll mal die letzten 10 Interviews von mir beim Wettermagazin, bei meinem eigenen Podcast, bei Stories, die ich gepostet habe. Auf Twitter habe ich eine Zeit lang Top-Tweet gehabt. Ich habe gepostet, andere Leute kriegen Schutz von so und so weiter. Ich krieg Schutz von Max Czolek. Das heißt, ich bin schon seit längerem Fan, vor allem seiner Bücher, auch wie er Sachen direkt klar ausspricht, seines Humors. Das war jetzt bisher alles nur, ich bin Fan von Max, also musste ich ein kleines eigenes Intro machen. Aber Max Czolek ist Autor aus Berlin, der arbeitet fürs Theater, hat am Zentrum für Antisemitismusforschung promoviert, hat viele Bücher, aber zwei, die ein Muss sind, nämlich einmal Desintegriert euch, das ist das Buch, was ich selbst mehrfach empfohlen habe. Aber auch das Neue habe ich schon gekauft, noch nicht angefangen, das ist Gegenwartsbewältigung. Also Max Czolek ist ein Muss für alle, die sich in dieser gesamten Debatte auch noch mehr engagieren wollen und dazulernen möchten. Und danke, Max, dass du da bist. So. Rechts von mir, Mohammed Amjad. Ich bin sehr froh, dich endlich mal persönlich kennengelernt zu haben. Ich kannte dich bisher nur über Twitter und jetzt habe ich mich gleich platonisch verknallt in dich, weil wir uns direkt super verstanden haben. Mohammed ist freier Journalist und ebenfalls Buchautor. Sein Buch erscheint am 1. März im Piper Verlag und das Buch heißt Der weiße Fleck, Anleitung zum antirassistischen Denken. Auf das Buch freue ich mich sehr, Amjad. Danke, dass du auch da bist. Und dann habe ich noch Navor Zarabian, das ist der Name, den ich gut aussprechen kann. Navor, du bist studierte Islam- und Musikwissenschaftlerin, du arbeitest an der Bildungsstätte Anne Frank, du bist Bildungsreferentin, du arbeitest viel im Bereich Rassismus, du machst sehr viel Extremismusforschung, beschäftigst dich mit Islamismusforschung, da habe ich dich auch schon vorhin schon vorsichtig gefragt, ist das Wort, wie wird das bewertet, darf man das so noch benutzen? Und hast du gesagt, es gibt im Moment kein anderes, kein besseres Wort. Wo können wir gleich nochmal sprechen. Und wirst auch viel als Beraterin hinzugezogen für verschiedene Plattformen, auch zum Beispiel hiphop.de und so weiter, wo es um Musik geht und wo du dich aber auch damit beschäftigst, was passiert da an rassistischen Sachen und wie kann man da antirassistische Aufklärungsarbeit leisten. Deswegen, Navor, danke, dass du da bist. So. Und an dieser Stelle nochmal zu sagen, dieser Talk, hier sitzen lauter Experten im Bereich Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung. Und wir sind aber nicht hier, um jetzt darüber zu sprechen, gibt es Rassismus? Ist Rassismus da oder nicht? Sondern in diesem Talk wird mal klar am Anfang gesagt, Rassismus gibt es. Das muss klar benannt werden, das muss klar reflektiert werden. Nur wir möchten verschiedene Aspekte davon beleuchten, wegen der Debatte, die es jetzt gab. Und jetzt Frage an euch, ich gebe Max mal das Wort. Max, warum beharrt die vermeintliche Mehrheitsgesellschaft auf Benutzung dieser Schimpfwörter, die ja zum Beispiel jetzt beim WDR da diskutiert wurden von Unbetroffenen? Warum beharren die Leute immer noch da drauf? Ich möchte das doch benutzen und ich habe das doch jahrelang benutzt. Ja, also große Freude hier zu sein, richtig schön, auch eine große Ehre mit euch hier zu sitzen. Ich glaube, darauf gibt es sicher viele Aspekte einer Antwort und vielleicht sammeln wir gemeinsam, was uns dazu einfällt. Ich würde zum Beispiel nicht von Mehrheitsgesellschaft reden, sondern von Dominanzkultur. Mhm. Und es gibt verschiedene Ausdrücke, Ausformungen der Dominanzkultur. Es gibt eine weiße Dominanzkultur, die ist aber auch christlich dominiert. Das ist eine, die sich selber erstmal nicht als jüdisch, nicht als Sinti und Roma, nicht als schwarz versteht. Und das Interessante an der Dominanzkultur ist die Arroganz, mit der sie die Gegenwart wahrnimmt, nämlich immer als eine, die behauptet, das, was ich sehe, ist das, was wahr ist. Und das, was ich nicht sehen kann, das existiert auch nicht. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die für Minderheiten sich einfach anders darstellt, weil die schon immer erlebt haben, was es bedeutet, in einer Gesellschaft zu leben, die anders wahrnimmt, in der man seine eigene Perspektive erstmal behaupten muss und sagen muss, das existiert. Und das, was wir beobachten können in der Diskussion um diskriminierende Sprache zum Beispiel, ist, dass Leute sagen, das Wort habe ich doch schon immer benutzt, mich verletzt es nicht, also ist es auch nicht beleidigend. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt gerade erlebt haben. Mhm. Diese Arroganz der Dominanzkultur, die sich selber nicht vorstellen kann, dass es eine Verletzung gibt, die andere Menschen betrifft und sie nicht. Natascha, ich gebe es einfach so. Ja, ich würde, wenn ich direkt anschließen darf, ich glaube, es ist ganz wichtig,
Dominanzgesellschaft oder Mehrheitsgesellschaft, das würde ich gar nicht bestreiten. Aber dass sie weiß ist, das ist ja das Entscheidende. Und sie benennt sich nicht als weiß. Also sie spricht aus einer vermeintlich neutralen Position, die unmarkiert ist und dadurch sozusagen eine gewisse, sich selbst eine gewisse Objektivität verleiht und dadurch alles sagen darf. Ja, und die Bewertung dessen, was gesagt wird, liegt auch bei ihnen. Also in diesem vermeintlich neutralen, objektiven Position, die das Weißsein in weißen Mehrheitsgesellschaften eben haben. Und das ist Teil einer Dominanz, vielleicht gerade sehr prägend aus meiner Perspektive als schwarze Deutsche, weil das ja wirklich das visuelle Gegenüber sozusagen ist. Ne? Wo ich glaube, das ganz wichtig ist, nochmal zu erwähnen, dass es ja unterschiedliche Rassismen gibt, die auch unterschiedliche Geschichten haben und auch sich unterschiedlich einschreiben in Gesellschaft. Mhm. Das ist halt ganz wichtig, glaube ich. Auch wenn ich diese Sendung jetzt für Social Media mache, würde ich trotzdem auch gerne während dieser Sendung, dass ihr selber auch gerne auch nochmal so Sachen, die ihr wahrscheinlich auch müde seid zu erklären, aber nochmal so Basissachen erklärt, auch im Laufe des Gesprächs später, weil das sind die Fragen, die sich auch bei jüngeren Generationen immer wieder wiederholen, dass Leute immer wieder sowas schreiben, ja, aber Moment, warum dürft ihr, selbst sowas lese ich, warum dürft ihr weiß sagen? Mhm. Und man sagt, Moment, wir sagen aber doch auch schwarz und wir sagen doch auch, aber so, aber die das auch dann sage, aber das ist auch eine Beleidigung. Ihr nennt uns hier weiße Deutsche, ihr nennt uns hier Weiße, während auch der Begriff, also schwarze Deutsche, auch ein ganz normaler, politisch korrekter Begriff ist. Oder eben auch dann andere Fragen, andere Wörter so, aber warum ist Allmann erlaubt? Warum ist aber das Z-Wort nicht erlaubt? Also das interessiert mich sehr, da gebe ich gerade mal an Gianni weiter. Vielleicht möchtest du an der Stelle, weil das auch passt zu diesen Begriffen. Also erstmal so vorne ab, ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir in unserer Gemeinschaft das Recht haben, alles sagen wollen, können, dürfen und auch müssen, was wir wollen. Wir haben hier freie Meinungsfreiheit. Es ist ganz wichtig, dass wir einfach unsere Sprache uns nicht nehmen lassen. Die Frage ist halt einfach nur, was veranstalten wir mit Sprache? Was lösen wir mit Sprache aus? Das ist eine sehr, sehr starke Machtressource, die wir auch haben. Mhm. Und wie wir es wissen, mit Sprache können Kriege anfangen, aber auch Kriege auch beendet werden. Und dieses Wort, wo du gerade angesprochen hast, das ist eine Sammelbezeichnung, ist eine Fremdbezeichnung, die viel damit zu tun hat, dass Menschen eine Art von Projektionsfläche, eine Art von Antagonisten brauchen, um quasi ihr eigenes Verhalten zu rechtfertigen, aber auch in der Machtkonstruktion quasi auch da zu bleiben, wo sie stehen. Und dieses Wort, was wir gerade über was wir reden, das ist ein Wort, was einfach mit sehr viel Gewalt, mit sehr viel Stereotypisierung, mit Segradierung zu tun hat, aber auch mit dem Genozid an den Sinti und Roma hier in Deutschland von 39 bis 45. Eine halbe Million Menschen sind offiziell und noch viel mehr in ganz Balkan und auch im Balkan ums Leben gekommen. Sie wurden deportiert. Dieses Wort wurde Menschen in die Haut eintätowiert. Man hat sie gekennzeichnet. Und deshalb ist dieses Wort so gewaltvoll und so retraumatisierend für mich auch. Und deshalb ist es mir wichtig, klarzumachen, dass wir die Wahl haben, sagen zu können, was wir wollen. Wenn aber eine Person sich durch Sprache, durch verletzbare Sprache, durch traumatisierende Sprache, durch Sprache, die dich zum Untermenschen definiert, denn dieses Wort definiert den Unberührbaren, das muss man sich mal vorstellen, unberührbar, das will kein Mensch. Wir wollen alle nahbar sein, wir wollen alle miteinander in Interaktion treten. Gerade jetzt zu dieser Pandemiezeit reißen wir uns gerade hier alle irgendwie den Arsch auf gut Deutsch gesagt, damit wir hier zusammensitzen und in Interaktion treten. Und das alles trennt Sinti und Roma von der Mehrheitsgesellschaft. Und deshalb ist es wichtig, dass man die Lebensrealität eines Wortes, die einfach auch die Lebensrealität in dem Moment verändern kann zum Negativen, als privilegierte Gesellschaft, und damit meine ich alle außer alle, die nicht Roma sind, also alle Gadje, das ist das Wort, was wir im Romanist benutzen, um zu definieren, wer Roma oder nicht Roma ist. Das ist aber nicht negativ konjunktiert, das ist einfach nur ein neutrales Wort. Und deshalb ist dieser Gadje-Rassismus, also der Rassismus gegenüber Sinti und Roma,
der wird oft legitimiert in der Gesellschaft. Man nimmt den dann so einfach so mit. Ach, ist doch nicht so schlimm, weil ich habe es irgendwie nett gemeint, haben wir immer wieder gehört. Aber auch, weil fest in der Kultur, gerade auch hier in unserer deutschen Kultur, dieses Wort mit sehr viel Romantisierung, Exotisierung, Versexualisierung. Dieses Wort ist eine Erfindung der Mehrheitsgesellschaft, aber auch mit ganz, ganz viel Okkult und Aberglaube besetzt, um uns quasi immer noch da zu halten, wo sie wollen. Um die klassischen Vorurteile vielleicht zu nennen, so, die sind alle reich, das sind alles Diebe, und ich finde, was ich auch interessant finde, ist, ich nehme immer gerne mich als Person, um zu sagen, wo ich ständig noch lerne, also wo ich auch eigene Fehler manchmal benenne und sage, das wusste ich noch gar nicht. Weil ich glaube, viele haben draußen auch die Scham, dann zu sagen, ich bin gar nicht so gebildet auf dem Niveau. Und da, ich finde immer, also Dinge zu fragen und so Bereitschaft zum Lernen auch zu erklären, ja, ich bin damit nicht aufgewachsen, aber ich bin bereit, es zu lernen, bin bereit zu verstehen, wo ich immer noch ein falsches Wort. Ich wollte zum Beispiel vorhin in der Erklärung, dass es heute hier um Rassismus, auch um Antisemitismus, jede Form Diskriminierung. Ich wollte das Wort, wenn ich es an dieser Stelle kurz wollte ich das Wort Antiziganismus benutzen, weil ich das, weil mir das jetzt auch als Feedback viel geschickt wurde. Yeah. Und bin sehr froh, dass mir auch direkt Max und du auch erklärt haben, nein, auch dieses Wort reproduziert, dieses Z-Wort. Und so als Ersatz könnte man anbieten, Anti-Sinti und Anti-Roma-Ismus, ja, das ist eine Möglichkeit. Oder einfach wirklich klar zu sagen und sich dann wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, was es ist Rassismus gegenüber Sinti und Roma. Ja. Punkt. Und damit kann man einfach alles auch erklären, ohne irgendwie Menschen durch dieses Wort zu triggern. Ganz ehrlich, Enisa, es gab Zeiten, wo ich noch nicht irgendwie mich mit diesem Rassismus gegenüber Sinti und Roma im Wissenschaftlichen auseinandergesetzt habe, wo ich dieses Wort auch geglaubt habe, dass das immer so ist. Und ich habe mich dann selber so bezeichnet, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, nee, das ist nicht so. Und deshalb, wir brauchen diesen Weg der Progression in uns selbst, damit wir einfach eine tolle Gemeinschaft kreieren können. Vielen Dank. Ich muss mich kurz melden. Sorry. Ja, bitte. Ja, ist das jetzt nur kurz unterbrechen? Nein, bitte. Ich muss da wirklich kurz einfügen und ich möchte nicht für dich reden, aber ich weiß, dass es die Romnia Fan beispielsweise gibt, die dagegen ist, dass das Wort abgekürzt wird mit Z. Und das finde ich ganz wichtig, jetzt hier reinzuschieben, im Vergleich mit dem N-Wort zum Beispiel, weil das ist wirklich eine unterschiedliche Geschichte, die wirklich eine... Also ich weiß auch gar nicht, woher diese Abkürzung kommt, sozusagen. Ja. Aber ich will auch nicht für dich sprechen. Natascha, ich bin voll bei dir. Leute, nehmt euch die Mühe und benennt diesen Begriff nicht mit dieser Abkürzung, weil es trotzdem triggert, weil man trotzdem daran denkt quasi. Verstehen. Sondern benutzt das Wort Fremdbezeichnung, rassistische Fremdbezeichnung gegenüber Sinti und Romja. Ich versuche dieses Wort auch zu internalisieren, ja wirklich, dass ich das so in meiner Sprache nutze, um einfach wirklich so wenig wie möglich Gewalt mit meiner Sprache auszulösen. Super, darf ich an der Stelle auch mal ganz wichtig sagen, zum einen, auch, also was ich jetzt auch gemerkt habe, wie oft das missverstanden, diese Abkürzungen, die dann auch benutzt werden, auch für das N-Wort, die ersetzen ja jetzt nicht, also es ist nicht so, dass das Wort jetzt dadurch ersetzt ist und ich morgen sagen kann, ich muss das jetzt mal so plump erklären, damit auch vielleicht auch ganz junge Zuschauer wissen, das bedeutet nicht, dass ich jetzt rumlaufen kann und sage, dieser N-Wort-Mensch da hinten, das ist ja nicht, das macht ja nicht besser oder schlechter. Nein, ich sehe das so, es ist quasi für einen Übergang, wo man manchmal Sachen erklären muss und ich möchte sagen, um was es geht, aber es sollte möglichst an den Punkt kommen, wo wir auch keinen Ersatz brauchen, weil das ist nur, um das jetzt für den Moment nicht zu reproduzieren, das Wort nicht immer wieder zu sagen, selbst wenn ich jemanden zitiere, aber dann auch für die Zukunft ist das jetzt kein Wort, was das ersetzt. Vielleicht kann dazu später gleich Natascha nochmal was erklären, weil zum Beispiel, oder auch Nava, weil im Hip-Hop zum Beispiel auch, da hast du das Problem, du möchtest jetzt einen Songtitel nennen, derjenige, der Afro-American aus Amerika zum Beispiel hat das jetzt im Titel und jetzt möchte ich den Titel nennen, also brauche ich ein Ersatzwort, um es nennen zu können. Bevor ich mich jetzt hier zu Mohammed und Nava wende, aber ich lerne so viel. Also zum Beispiel, ich habe, als ich in meinem Live mit Natascha war, unheimlich viel über die Kolonialisierungsgeschichte in Deutschland gelernt, die ich wirklich
kaum kannte. Die Geschichte der Schwarzen in Deutschland, Kolonialgeschichte. Man würde ja, wie oft lese ich das auf Social Media? Das existiert gar nicht, das hat gar nicht existiert. Mit Max hatte ich ein sehr schönes Erlebnis bei dem einen Mal, wo wir frühstücken durften, wo ich kurz, ohne das jetzt so groß machen will, aber für eine Sekunde so ein kurz verstanden habe, etwas, was ich vorher nicht verstanden hatte. Und was mir auch so ein sehr unangenehm, so kurz die Tränen in die Augen, weil Max hat eben dieses wunderbare Buch, das integriert euch. Und dann hat er mir irgendwie ganz lustig, so war unter uns, hat so erzählt, so meine Freunde machen sich schon lustig damit, weil das Wort eben so der Buchtitel eben ja so präsent ist. Und manche sagen, schreibt doch jetzt zu Corona-Zeiten, zu Pandemie-Zeiten, desinfiziert euch wegen der Pandemie. Und kurz danach kam dann, weil ich am Tag davor ein Interview hatte, kam Michelle Friedmann dazu und hat auch nochmal kurz Hallo gesagt. Und dann unterhalten wir uns zu dritt und ich will quasi, ich bin ja so ein Mensch, quatsche viel, babble viel und will diese lustige Geschichte so weitererzählen und sag so, Herr Friedmann, der Max hat gerade erzählt, so, dass seine Freunde sagen, jetzt zu Corona sollte man schreiben, desinfiziert euch. Und Herr Friedmann hat so kurz geschluckt und hat dann so gesagt, damit assoziiere ich was anderes. Und ich weiß noch, wie ich für eine Sekunde gedacht habe, wenn du nicht Teil einer Gruppe bist, so, ich bin keine Jüdin, ich bin mit vielen von diesen Stigmas nicht vertraut. Man weiß die schreckliche Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, aber da, selbst ich als jemand, der denkt, aber ich beschäftige mich doch mit dem Thema, ich lese doch Max sein Buch und den Artikel und das, weiß vieles nicht, weiß schmerzhafte Auslöser, kenne die nicht. Nicht nur die rassistischen Bezeichnungen, sondern Auslöser. Wie viele Leute schrieben mir jetzt nach meinem Video, dass sie nicht wussten, dass in der Zeit zwischen 39 und 45 Sinti und Roma dieser rassistische Begriff, dieser diskriminierende Begriff in den Arm tätowiert wurde. Und dann schrieben mir Leute, und ich sagte, das wusste ich nicht. So, vielen Dank deswegen. Also es ist, lernen zu wollen, zu lernen, ist vielleicht mit der wichtigste Ansatz, den ich heute hier mitgeben will. Der gilt für mich und der gilt für jeden anderen Menschen auch. Dann gebe ich mal an diese Seite weiter. Dann kann ich vielleicht mal hier mit Mohammed direkt anfangen, weil du dich auch sehr viel mit Polizeigewalt und solchen Themen auseinandersetzt. Und da habe ich tatsächlich ein Feedback bekommen gehabt auf Instagram. War übrigens eine weiße Deutsche, die sagte, Enisa, vielen Dank für dein Video. Was ich selber sehr interessant finde, ist, dass ständig diskutiert wird über verschiedene diskriminierende Begriffe. Aber zum Beispiel in Deutschland ist das Wort Bulle für einen Polizisten ist eine Beleidigung. Obwohl Bulle, darüber haben wir uns vorhin so ein bisschen in der Gruppe auch mit Nava unterhalten, eigentlich, wenn du so möchtest, erstmal ein positiv assoziiertes Tier ist. Also es ist jetzt erstmal kein Tier, wo du sagst, so, das hat so ein bisschen so eine Negativbehaftung wie Schlange oder wie, so, was hast du vorhin gesagt, so Schwein zum Beispiel. In Amerika werden Bullen ja, ist das Wort für Bulle dann oft Pigs, so die Pigs, was Schwein, da könnte man verstehen, okay, das gilt als ein schmutziges Tier im Sinne von, weil es im Dreck spielt. Aber Bulle ist, da sind sich alle Polizisten zumindest auch einig, dass das ein Schimpfwort ist und es ist positiv behaftet. Aber jetzt über das Wort, was Gianni vorhin erklärt hat, was für Sinti und Romnia, ich wollte das schön aussprechen, benutzt wird, finden dann solche Diskussionsrunden statt. Deswegen an dieser Stelle, Mohammed, erzähl mal ein bisschen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Sprache ist Macht. Und wie können wir Sprache ändern? Wie sollten wir Sprache ändern? Und warum ist diese Dynamik so, dass Bulle für uns ganz klar ist, während wir andere Wörter, die klar sein sollten, noch tausendmal erklären müssen? Also erstmal, das, was gesagt wurde bis jetzt, legit unterschreibe ich, kann ich nur ergänzen. Und ganz oft kommt in der Diskussion vor, dass man ja Dinge verbieten möchte. Und das haben wir ja gerade auch gehört. Ich persönlich kann nur für mich sprechen, ich wünschte, ich könnte Sachen verbieten, aber ich habe die Macht nicht dazu. Also ich kann nicht irgendwo hingehen und sagen, okay, dieses Wort, das musst du halt jetzt streichen und Leute werden das nie wieder nutzen. Aber was ganz wichtig ist, ist einerseits die Machtkomponente. Ein Polizist, eine Polizistin, die bewaffnet ist in Uniform und das Gewaltmonopol vertritt, ist nicht gleich meine Wenigkeit. Das ist immer total wichtig, einmal Sprache natürlich so zu sehen, dass sie die Realität spiegelt, aber es endet ja nicht nur bei der Sprache. Heute sagst du das Z-Wort, morgen tätowierst du das einer bestimmten Minderheit in die Arme. Übermorgen haben wir ja gesehen, was dann passiert ist
Und so ist es für mich, glaube ich, auch total wichtig, nochmal festzustellen, dass diese ganze Diskussion rund um inklusive Sprache nicht als Selbstzweck einfach dient. Also wir haben nicht einfach zu viel Zeit und Bock und okay, ich habe Bock hier zu sitzen natürlich und euch darüber zu diskutieren, aber es ist nicht wie ganz oft von privilegiert weißer Perspektive gesagt wird, habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun. Hier geht es um Existenzen. Hier geht es wirklich um eine Selbstverteidigung, weil diese diskriminierende und ausgrenzende Sprache mündet in einen Machtmissbrauch, den wir zum Beispiel ganz strukturell innerhalb der Polizei sehen. Du hast gerade ein paar Geschichten erzählt, wie rassifizierte junge Männer von der Polizei kontrolliert werden, nur weil sie halt so aussehen, wie sie aussehen oder weil sie ein bestimmtes Auto fahren oder weil sie einfach existieren im Raum. Und das ist verknüpft tatsächlich mit einer ausgrenzenden Sprache. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie Sprache einerseits die Realität spiegelt, aber andererseits auch das formt, was wir jeden Tag erleben. Mhm. Und meine Aufgabe, ich finde es ganz toll, dass wir hier so wirklich eine vielfältige Runde sind. Bildungsarbeit, Comedy, Celebrity, Realness. Wir haben Wissenschaft hier, wir haben hier einfach Aktivismus. Ich für meine Wenigkeit habe gemerkt, dass mit Journalismus kann ich diese abstrakte Komponente von, wenn wir über strukturellen Rassismus sprechen, sehr, sehr konkret machen. Mhm. Ganz viele weiße Menschen sagen, ja, aber das schadet dir auch nicht, wenn wir dich jetzt Nafri nennen oder wenn wir das N-Wort oder das Z-Wort benutzen. Und ich kann aber sehr, sehr gut über Recherchen zeigen, das strukturiert den Alltag von Polizeibehörden zum Beispiel. Das sorgt dafür, dass viele Polizeibehörden, und wir sind ja hier ein paar Kilometer von Hanau entfernt. Mhm. Wir haben in den vergangenen Monaten den Anschlag von Halle mitbekommen, NSU-Komplex, sogenannte NSU 2.0. Das ist alles miteinander verknüpft und hier geht es wirklich um Leben und Tod. Das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber es geht wirklich darum, dass wir uns hier selbst verteidigen müssen. Und das Ding ist, man kann nichts verbieten, aber heutzutage gibt es halt Widerspruch. Wenn sich halt so eine rein weiße Talkrunde zusammensetzt, ja. Sagen wir mal in den 60er Jahren, die haben das ja so damals auch, glaube ich, 1:1 besprochen, dann gab es den Widerspruch nicht. Meine Eltern hatten nicht die Möglichkeiten, einfach zu sagen, wir gehen jetzt zu Enisa Amani und reden darüber. Genau. Jetzt hat es sich geändert. Und das ist ja. Teil, wenn noch genau, ein letzter das ist, Satz, ja. Das ist Teil, das kann man nicht mehr abschalten. Ihr habt Minusblick auf mich gemacht. Wir richten jetzt alle unseren analytischen, geilen, durchdachten, auch in Bücher festgehaltenen, in Satire festgehaltenen, in Bildungsarbeit festgehaltenen Blick zurück. Ja. Und es ist jetzt Teil der Meinungsfreiheit. Ich würde gerne auch mit euch gleich über den Aspekt so des Trotzes reden. Das ist ein Wort, was ich persönlich sehr oft benutze, weil ich manchmal sage, es ist manchmal das Gefühl, dieses, dass du in der Schule, du warst das Ausländermädchen. Und das ist jetzt teilweise auch diese Gegenbewegung, die allerdings natürlich nicht in eine Gegendiskriminierung, das hatte ich mit Natascha in unserem Interview gesagt, wenn jemand zu jemandem sagt, du bist hässlich, weil du blond bist und du bist hässlich, weil du weiß bist und du bist eine eklige Kartoffel, dann sagt keiner von uns und keiner in unserer Runde, das ist besonders schön und das ist genau richtig. Natürlich nicht. Es ist eine Beleidigung, es ist eine Diskriminierungserfahrung, wie ich so schön von Natascha gelernt habe. Nur es gibt einen bestimmten Grund, warum das nicht Rassismus genannt wird, obwohl ich auf eine Hautfarbe draufgehe, weil da die historische und die strukturell verankerte Komponente fehlt. Aber bevor ich da an der Stelle gleich nochmal weiter fragen möchte und auch Max, erinnere mich bitte, dass ich auch nochmal darüber sprechen möchte, dass zum Beispiel vor Synagogen immer Polizei steht. Und das habe ich durch den Autor Ronen Steinke, den habe ich in meinem Podcast genannt. Ich habe erst gelernt, dass ich kenne viele Leute, die das als eine Art Privilegierung empfunden haben, die gesagt haben, aha, bei den Juden ist vor der Synagoge Polizei. Warum bekommen die denn diesen Extraschutz? Und ich fand das so schön, wie Ronen, wie ich sage, immer lernt man dazu, gesagt hat, weißt du, wie schwierig das ist als Vater, deinem 5-jährigen kleinen Jungen, der sagt, Papa, warum steht aber immer bei uns Polizei, wenn wir zu Schabbat in die Synagoge gehen oder in unsere Synagoge, dass du dem Kleinen erklären musst, dass er sagt, warum brauchen wir Schutz? Warum sind wir unter Gefahr? So, das ist kein Privileg, das ist
eine Traurigkeit, wenn du da vielleicht gleich was dazu sagen möchtest, aber vorher, Nava, auch wenn ich dich jetzt gerade zuletzt dran gehe, glaube ich, wird das für viele Zuschauer vielleicht sogar der interessanteste Aspekt, weil du dich eben auch viel damit beschäftigst, wie eben rassistische Sprache auch in die Popkultur, in der Popkultur seinen Einfluss hat, wie das reproduziert wird im Rap, im Hip-Hop, in jeder Form, im Film, in der Musik, in der Kunst und wie das vielleicht der Sache dann für verschiedene Kinder eine Legitimisierung gibt und so. Vielleicht magst du dazu was erklären. Also zu dieser ganzen Geschichte, also diese ganze Debatte und diese Aufregung nach dieser besagten Sendung, habe ich das Gefühl gehabt, dass es einfach nur extrem frustrierend ist, weil wir führen diese Diskussion nicht erst seit einem Monat oder seit zwei Monaten oder seit einem Jahr, sondern wir führen das seit Jahren. Also ich glaube 2016 oder 2018 wollte hat der MDR auch schon mal versucht, eine Sendung aufzubauen und ein bestimmtes Wort dann zu diskutieren, was dann nicht zustande gekommen ist. Etwas, was ich aber jetzt beobachte und was ich auch irgendwie empowernd finde und schön finde, ist, dass sehr viele Leute auch ihre Wut zeigen und auch sehen so, es ist auch berechtigt, jetzt wütend zu sein und eine Entschuldigung reicht nicht mehr und diese Worte wollen wir nicht mehr diskutieren. Das Ganze hat viele Ausmaße und in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass Aktivismus und politisch sein und die Sensibilität dafür auch ein Stück weit in die Popkultur mit reingekommen ist. Das hat auch viel mit unserer Art zu kommunizieren zu tun, über Twitter, über Instagram, über unsere Stars, denen wir folgen oder die diese Themen auch ansprechen. Dadurch sind junge Menschen jetzt sensibler dafür und ich würde auch immer wieder sagen, wir dürfen auch Jugendliche nicht unterschätzen, dass sie kein Interesse dafür haben oder dass sie nicht sensibel dafür sind oder dafür nicht lernen wollen. Aber gleichzeitig müssen wir halt auch sehen, wie frustrierend es für uns ist, die wir uns vielleicht seit Jahren oder andere seit Jahrzehnten damit auseinandersetzen. Für uns ist es so frustrierend und wir denken uns, okay, wir brauchen so eine Runde wie hier. Wir wollen mal über etwas reden, wo wir uns einig sind und am Ende irgendwie empowernd rausgehen. Wie frustrierend ist es für junge Menschen, die damit auseinandersetzen und nicht wissen, was sind so die Punkte, wo kann ich etwas tun, wo kann ich aktiv sein, wie komme ich gegen diese Strukturen auch an? Und das ist so ein Punkt, wo ich immer sage, da müssen wir auf jeden Fall mehr hinschauen und mehr öffnen und Möglichkeiten geben, über diese Themen zu sprechen. Das ist der eine Punkt und man sagt immer so schön, so Hip-Hop, der Spiegel der Gesellschaft und das zeigt es immer. Aber auch da sehen wir, dass es zum Beispiel, dass ein Rapper, ich möchte jetzt auch gar keine Namen nennen, aber ein Rapper ist, denkt, dass es in Ordnung ist, ein Musikvideo zu machen und dann in diesem Musikvideo Bilder, die von rechtsextremer Seite gedeutet werden und ganz spezielle Sachen sind, in seinen Clip einzubauen oder Dinge einzubauen und das für legitim hält. Und wenn dann Kritik kommt, dass dann diskutiert wird und gesagt wird, ja, aber warum? Und das ist doch, wir wollen ja auch nur und so weiter und so weiter. Das sind so Dinge, das zeigt sich im Kleinen und das zeigt sich im Großen. Und ich finde, wir sollten ein bisschen drauf schauen, wo sind so unsere Möglichkeiten zu arbeiten, wo sind so unsere Möglichkeiten, junge Leute zu erreichen, um Dinge aufzubrechen, um Frustration aufzubrechen und auch zu sehen, wie können wir empowern, wie können wir nach diesen letzten schrecklichen Jahren, in denen wir in Hanau passiert ist. Also wir haben der Mord an Walter Lübcke ist nicht lange her. Das sind alles Dinge. Wir befinden uns in einer Gefahrenlage, die junge Menschen fühlen. Und dann verstehe ich einfach nicht, wie man dann auf solche Dinge beharrt und sagt, wir reden jetzt über die Basics, über die wir vor 20 Jahren hätten reden sollen oder reden. Also da kommt quasi Frustration mit und ich denke, wir müssen auf jeden Fall auch mehr empowern. Absolut. Ein ganz konkretes Beispiel in der WDR-Sendung war tatsächlich das M-Wort. Ja, also die rassistische Fremdbezeichnung für schwarze Menschen. Und ist ja belächelt, dass in Berlin die M-Straße umbenannt wird und demnächst Anton-Wilhelm-Amos-Straße heißen soll. Um nochmal genau zu erklären, weil immer Leute fragen, welches Wort und es nicht genau
gerade haben, du sprichst jetzt über das Wort, was für Schokoküsse so genau verwendet wurde, wo es eben Plätze und Straßen gab, die so hießen. Genau. Und das M-Wort, nicht das N-Wort. Genau, ja? Genau. In diesem Fall wirklich das M-Wort. Ja. Und letzten Sommer wurde entschieden, dass die M-Straße in Berlin umbenannt wird nach Anton Wilhelm Amo, der zur selben Zeit ein Professor in Halle-Wittenberg an der Universität, der erste schwarze Professor in Deutschland war, der zur selben Zeit gelebt hat, wie das M-Wort existiert hat. Also wir wollen ja nicht Geschichte ausradieren, sondern wir wollen es umkehren, die Perspektive. Natascha, und ganz wichtig, entschuldige, weil ich direkt da fragen möchte, unter meinem Post war nämlich ein Kommentar und das ist, kommt immer wieder vor, auch wenn es für die Anwesenden jetzt ist, Inisa, wir müssen beim ABC anfangen, das ist ein bisschen, es tut mir leid, dass das euer Niveau gerade untergräbt. Da haben viele Leute, da hat mir zum Beispiel jemand geschrieben, Inisa, ich bin ein Follower von dir und ich bin selber schwarzer Deutscher, ich habe überhaupt kein Problem mit diesem Wort, ich kenne dieses Restaurant, was mit dem M-Wort hieß. Der Besitzer war ebenfalls schwarzer und hat auch kein Problem. Außerdem finde ich auch das I-Wort für die Native Americans. Und an dieser Stelle nochmal, wenn ich diese Wörter hier benutze, weil ich weiß, da gibt es Dummköpfe da draußen, die jetzt wieder sagen, oh, was für eine lächerliche Sendung, da wird einmal M-Wort und einmal I-Wort und einmal das Wort und so. Ja, das heißt nicht, dass diese Wörter das ersetzen sollen. Es ist nur jetzt zwecks für hoffentlich nur ein paar Jahre Übergang, bis das komplett ausradiert ist, damit wir erklären, was wir meinen, aber wir wollen es eben auch nicht immer wieder reproduzieren. Für aber die ganz Blöden da draußen, warum ist das keine Rechtfertigung, wenn jemand sagt, ich bin ja selber Schwarzer, also darf ich mitsprechen. Ich finde das aber in Ordnung. Oder vielleicht ich bin selber Sinti oder Roma. Ich finde das Wort gut. Kannst du bitte erklären, warum das nicht die Rechtfertigung ist, dass dieser eine Mensch das jetzt okay findet? Bitte. Ja, also weil Rassismus in und durch Sprache wirkt. Und Sprache ist Handeln. Das wurde hier noch nicht gesagt. Es ist eine Handlung, eine aktive Handlung. Und in Sprache kann ich Gewalt ausüben durch bestimmte Worte, die ich benenne, die eine negative und diskriminierende oder rassistische Konnotation haben. Und das ist Wissen, was nicht angeboren ist. Also alles, was ich über Rassismus weiß und über schwarze deutsche Geschichte weiß, habe ich mir angeeignet. Und zwar nicht in den regulären Curricula, sondern weil es das eben nicht in Deutschland gibt. Das ist eine Kritik. Das ist etwas, was sich ändern muss, damit sich die Strukturen ändern müssen und damit auch verstanden wird, warum Sprache auch rassistisch sein kann und warum oder wie Sprache Rassismus trägt und reproduziert. Und wenn ich natürlich jetzt als schwarze Person an meine Jugend zurückdenke, da wollte ich mich auch partout nicht mit Rassismus beschäftigen. Das war etwas, was ich so von mir weggeschoben habe, weil ich das gar nicht irgendwie, ich wollte das gar nicht an mich ranlassen. Und da hätte ich auch gesagt, nee, diese Dinge, die sind mir egal, sagt doch, was ihr wollt, zu dem und mich selbst am besten noch mit dem N-Wort bezeichnet. Und das ist nicht okay. Und ich glaube aber, dass die Person, die das sagt, noch nicht seinen politischen Bewusstseinsprozess gemacht hat. Und darf man auch sagen, dass eine Einzelperson, da gebe ich direkt auch an Max weiter, egal zu welchem Thema, es gibt auch einen Schwarzen bei der AfD und es gibt auch einen Iraner in der und der das und das sagt. Das bedeutet, es gibt, ich kenne Leute, das sind richtige, also die sind bei rechten Gruppierungen gewesen, rechts mit Springerstiefel und alles. Darf ich da wirklich direkt was zu sagen? Mit einer Schwarzen verheiratet. Das heißt, finden die das okay? Ich glaube, es ist, wenn ich das eben wirklich kurz einschieben darf, dass es ganz wichtig ist, auch die Selbstbezeichnungen schwarze Deutsche und Afrodeutsche zu verstehen und auch die Bezeichnung weiß, weil es bezieht sich nicht ausschließlich auf Hautfarbe. Schwarz ist eine politische Selbstbezeichnung und deswegen nicht jeder Mensch mit dunkler Hautfarbe bezeichnet sich automatisch als schwarz. Das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Es braucht ein politischer Prozess, um sich als Schwarze zu bezeichnen oder in meinem Fall als schwarze Feministin. Niemand wird als Feministin geboren. Das ist doch Quatsch. Und wir werden auch nicht als Weiße oder Schwarze geboren, sondern wir werden zu Weißen und Schwarzen gemacht. Und in der, oder genau und so, so weiter es, und so fort. Und wenn wir beispielsweise wenn es natürlich schwarze Menschen gibt, die ihre
Restaurants mit irgendwelchen rassistischen Fremdbezeichnungen benennen wollen, dann würde ich ernsthaft sagen, dass sie den Rassismus internalisiert haben, weil dazu gibt es auch eine Forschung. Und ich glaube, dass das nochmal wichtig wäre, in dieser Richtung zu gucken. Ne? Inwieweit habe ich das einfach für mich angenommen, weil ich gar keine Gegenwehr habe und mich selbst nicht dagegen wehren will oder nicht verstehen will oder mich nicht damit beschäftigen will. Aber es macht es nicht weniger rassistisch, nur weil eine schwarze Person sagt, ach, nenn mich das N-Wort oder so. Ja. Es bleibt rassistisch, weil es ist ein strukturelles Ding. Es ist nichts Individuelles, was du oder ich oder er bestimmen würde, sondern es ist etwas, was in den Strukturen, in den Worten selbst, und Worte haben ja Bedeutungen, die dahinter liegen. Also Worte entstehen ja. Und um nochmal zurück zu, weil du gesagt hast, es ist ja ein Prozess. Zu dem Zeit, als das N-Wort entstanden ist, war es absolut rassistisch. Dass wir wissen, dass wir dieses Wort heute nicht mehr brauchen. Das haben wir eigentlich nie gebraucht. Das ist ja halt das Ding. Und um diesen Prozess umzukehren, braucht es ja Zeit. Wir können nicht einfach so und dann plötzlich gibt es das Wort nicht mehr, sondern wir müssen, Sprache entwickelt sich mit der Zeit und Sprache verändert sich. Und dieses N-Wort markiert diese Veränderung. Und irgendwann, vielleicht in Deutschland wird es ein bisschen länger dauern, werden wir auch nicht mehr N-Wort sagen, sondern auch die Selbstbezeichnungen Schwarze, Deutsche und Afrodeutsche benutzen, die seit 30 Jahren da sind. Also seit 30 Jahren. Ich mache diesen Job schon seit 25 Jahren. Ja. Ich weiß, ich sehe aus wie 25. You know, but I'm not, weißt du? Also es ist halt genau dieses Ding, dass wir kämpfen seit ewig, nicht erst seit letzten Sommer, dass uns zugehört wird. Und das ist nämlich das, was ich mit der M-Straße sagen wollte. Diese Debatte ist 30 Jahre alt. Selbst Mai Ayim, verstorbene schwarze deutsche Poetin, die Selbstmord begangen hat, ja, hat für die Umbenennung der M-Straße gekämpft. Vor 30 Jahren. Das ist nichts, was irgendwie plötzlich aus der Black Lives Matter bewegt. Ups, jetzt müssen wir schnell reagieren. Sondern da wurde es das erste Mal gesehen. Gekämpft haben wir, kämpfen wir schon ewig für die Umbenennung, für die Sichtbarmachung der rassistischen Strukturen dieser Gesellschaft. Danke, Natascha. Danke für deine klaren Worte. Max, ich würde ganz speziell deine Expertise wollen, was du da, es gibt zum Beispiel auch, was viele hier in Deutschland gar nicht wissen, ein Racial Slur in Amerika, was für Juden verwendet wird, ich sage jetzt mal das K-Wort, was auch absolut, ich fand das mal interessant, sich auch mal diese Liste anzugucken. Ihr könnt gerne mal im Internet gucken, Racial Slurs, also Begriffe, die für Rassen verwendet werden, das Wort Rasse ist da schon wieder schwierig, aber verwendet werden, ja, ich bin gerade sehr vorsichtig, verwendet werden, da könnt ihr mal sehen, wie viele Völker und Gruppierungen und so es geht. Das ist jetzt nicht irgendwie, ach, die zwei Wörter, die mich die ganze Zeit nerven. Da gibt es eine ganze Menge und die gibt es übrigens auch in jedem Land. Das ist jetzt nicht nur eine deutsche Debatte. Das ist also nochmal für viele, die sich so angegriffen wollen. Das ist also wieder in Deutschland, ist wieder alles Mist und so. Das sind übrigens Begriffe, da wird in Amerika drüber debattiert, da wird im Iran drüber gesprochen, da werden in zigtausend anderen Ländern zigtausend andere Sachen falsch gemacht. Wir leben hier in diesem Land und wir sprechen über da, wo wir uns auch zu Hause fühlen und was uns auch das wichtigste Anliegen ist, weil es unser Land ist. Würde ich im Iran leben, würde ich mich 24 Stunden, mache ich auch jetzt, aber dort würde ich mich 24 Stunden, da wäre ich wahrscheinlich jetzt schon hingerichtet worden, die Sachen, die ich aktuell über den Iran sage und auch dort sage. Mhm. Aber weil ich immer wieder eben auch als Iranerin lesen muss, aber über den Iran, und ich sage, hast du schon mal meine Tweets gesehen, wo ich den Präsidenten persönlich beleidige und so, also wo mein Vater sagt, Vorsicht Mädchen, Vorsicht, das bringt dich in große Gefahr. Aber möchte ich gleich auch noch mal sprechen über Rassismus in der Popkultur, etwas, was mich so richtig wütend macht, Leute, die ständig, wenn wir sprechen, uns nachäffen. Also, Alter, ich hab dich und, also, weißt du, da, wo ich einfach wütend werde, jemand, den ich kürzlich benannt habe, jetzt Oliver Pocher, der so ein Mensch ist, der über einem schwarzen Blogger dann sagt, der hat sich schwarz geärgert, der das N-Wort droppt in Wien beim Opernball und so. Dann habe ich mir das mal angeguckt, so, ah, der macht das nur mit Leuten mit Migrationshintergrund. Deren Sprache reproduziert er, als wir reden alle so. Und das ist einfach eine Macht, die da ausgeübt wird. So, Max, bitte. Also der vermeintliche Universalismus einer weißen, deutschen, christlichen Position, die glaubt, das, was sie sieht, ist universell und was sie fühlt, ist universell. Der Satz, das haben wir immer schon so gemacht, verdeckt eigentlich, dass dieses Wir ein ganz bestimmtes ist. Es war natürlich nicht immer, dass alle gemacht haben, sondern ganz bestimmte Leute. Und gleichzeitig, und das, Enissa, hast du gerade gesagt,
ist diese Tatsache, dass wir schon tausendmal auf die gleichen Fragen geantwortet haben, ein Phänomen, was nicht zufällig ist. Eine von mir sehr verehrte schwarze feministische Autorin, Toni Morrison, sagt über Rassismus, eine der zentralen Funktionen des Rassismus ist Ablenkung. Und das ist absolut wichtig, dass die Erzeugung der Juden, der migrantisierten Menschen, der Muslime, der Schwarzen und so weiter in der deutschen Realität und Gegenwart auch darüber funktioniert, dass sie immer die gleichen Fragen gestellt bekommen und immer wieder das Gleiche erzählen müssen. Das ist Ablenkung. Das ist so, wie immer wieder mit der AfD reden zu müssen über Themen, über die ich überhaupt nicht reden will. Das ist auf einer Basis, auf die möchte ich mich nicht einlassen. Warum? Weil ich nicht weiterkomme. Und da hat Mohammed vorhin einen ganz schönen Punkt gesagt über die Veränderung der Wut, der sichtbaren Wut, der Möglichkeit zu reden. Und den würde ich gerne nochmal unterstreichen. Mhm. Es geht hier nicht darum, dass das WDR lernt, wie sie ihre Runden mit einem Token besetzen können. Es geht nicht darum, dass hier irgendwie eine Form von Integration oder Inklusion stattfindet. Das Konzept der Desintegration sagt, diese Gesellschaft ist heute schon ganz woanders. Wir kommen jetzt, wir übernehmen den ganzen Laden. Und wenn die Öffentlich-Rechtlichen nicht anfangen, sich darauf einzustellen, dann spielen die keine Rolle mehr. Mhm. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, wir sehen gerade, wie die deutsche Gesellschaft, die deutsch-deutsche Gesellschaft, es mal wieder nicht schafft, mit völkischem Denken und mit Rassismus und mit all dieser Gewalt umzugehen. Und weil sie es mal wieder nicht schafft, geht es nicht darum, herzlich zu sein, einladend zu sein, Willkommenskultur zu machen, ein bisschen weniger zu diskriminieren. Es geht um die Frage, wie kann diese plurale Demokratie sich selber so wehrhaft machen, dass sie überlebt? Das ist eine andere Frage. Und deswegen geht es hier nicht um Charity, es geht um Überleben. Und es geht um die Frage, wie können diese Gesellschaft sich selber sozusagen stärker machen damit? Und ich glaube, dafür sind diese Fragen von Diskriminierung und Antirassismus und Bildungsarbeit und so weiter absolut entscheidend, weil sie die Grundlage erst schaffen dafür, dass alle in dieser Gesellschaft gemeint sind, sich entsprechend auch einbringen können, um Teil daran zu haben, dass es nicht endet. Mhm. Enisa, darf ich noch ganz kurz was ergänzen, was alle hier, die Schwestern und Brüder, die heute hier sitzen, auch sehr bildhaft erklärt haben. Wir reden über dieses Thema, es ist ein sehr krasses, komplexes, schweres Thema. Natascha, es geht nicht von heute auf morgen, wir brauchen Zeit, du hast vollkommen recht. Ich glaube, was wichtig ist für uns als Personen, die jeden Tag damit betroffen ist, dass wir uns self-empowern. Du hast es vorhin gesagt, es ist so ein wichtiges Wort und dahinter steckt ganz viel Gutes für uns. Weil wenn wir, unsere Eltern konnten nicht reden, Mohammed, sie hatten damals nicht die Sprache, meine auch nicht. Es gab aber auch keine Generation von MigrantInnen, die auch gehört worden sind, weil sie vielleicht auch bestimmten Verhältnissen gekommen sind, wo sie einfach nicht die Sicherheit gehabt haben, um einfach ihren Mund aufzuhaben. Wir, deren ihre Kinder und in meinem Fall meine Kindeskinder und meine Enkelkinder, haben jetzt einfach eine andere Ressource, die wir ihnen als Angehörige verschaffen haben. Und genau darum geht es. Wir müssen in unseren Gruppen müssen wir dafür sorgen, dass wir Strategien haben, wie wir unsere Kinder und uns selbst empowern. Das ist so wichtig, dass wir ihnen das Gefühl geben, nicht besonders zu sein. Das ist ganz wichtig, sondern dass sie, so wie alle anderen Kinder, Rechte haben. Aber es ist wichtig, dass man zum Beispiel einem Roma-Kind oder einem schwarzen Kind sagt, pass auf, und das ist schmerzhaft, weil ich Vater bin. Ich will da nur ein ganz kurzes Beispiel nennen. Mein Enkelsohn ist 8 Jahre alt. Ich habe es auf meinem Instagram-Account gepostet. Er kam einmal zu mir und hat mir ein Bild gemalt mit einem Herz. Und da stand drauf, Opa, ich liebe dich und so weiter und ich will nie wieder so genannt werden, hat der Junge geschrieben. Und für mich war halt klar, dass er in so einem frühen Alter einfach diese Machthierarchie zu spüren bekommt. Weil wir werden in der Mehrheit einfach nicht gesehen und unsere Probleme werden immer wieder negiert. Nur wir untereinander sind in der Lage, das zu fühlen, was da passiert. Mhm. Danke, Janine. Ich würde direkt einfach was dazu sagen. Ich finde das sehr schön, was du meinst, dass wir uns selber empowern müssen und wir leiden selber, wir kennen unseren Schmerz. Und während du das gesagt hast, habe ich natürlich sofort wieder an Hanau gedacht. Also ja. dieser schreckliche Anschlag jährt sich jetzt. Und wenn wir uns erinnern, vor einem Jahr, wir haben getrauert. Aus unterschiedlicher Betroffenheit, ob es in der Nähe ist, ob es Leute sind, die hätten unsere Kumpels sein können, unsere Freundinnen sein können. Und wir haben diese Zeit gebraucht zu trauern für uns und 2 Tage später wurde Karneval gefeiert.
Und was sagt das halt auch über diese Gesellschaft, in der wir leben, in der so etwas Schreckliches passiert, in dem mehrere Teile dieser Gesellschaft tief verletzt sind, tief verängstigt sind und Angst haben und Zeit zum Trauern brauchen, wenn die andere Seite sagt, okay, wir Hello und Allah. Darf ich direkt dazu was sagen, weil das auch Natascha, ihr Buch ist ja auch, hast du mir ja gesagt, eine Reaktion auf die ganze Black Lives Matter Bewegung letzten Sommer, kommt dein Buch jetzt, deswegen freue ich mich sehr darauf. Das finde ich immer wieder auch so interessant, wie auch wir Gruppen untereinander, also ich, wo viele denken, ah, ich bin alleine, und wie wir untereinander auch supported werden. Übrigens auch, muss ich sagen, von den weißen Deutschen, wie viele da an unserer Seite stehen. Mein aktuelles Video wurde am meisten geteilt von christlichen weißen Deutschen, die Enisa super, Enisa super. Also ob das jetzt nun aus einem White Guilt, aus einer Schuldfrage heraus, aber das ist für mich in dem Moment erstmal irrelevant, wenn ich merke, der Mensch ist an der richtigen Stelle und supportet. Das heißt, das machen jetzt nicht nur wir untereinander, aber wegen Hanau, ein jüdischer Freund von mir, David Hadda, er war der, der nach der ganzen Black Lives Matter Bewegung, wo wir hier in Deutschland alle zusammen, da durfte ich hier in Frankfurt am Römer auch eine Rede halten. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich finde diese Bewegung wunderbar, wunderschön. Ich finde diese Solidarisierung, diese weltweite, sehr, sehr schön. Über ein Thema, was Natascha erklären kann, was es ja nicht seit vorgestern gibt und auch nicht seit Martin Luther King und auch nicht seit Malcolm X, sondern Jahrhunderte zurück gibt. Fand ich aber schön, dass David als Jude, als gläubiger Jude, auch einmal für die ganz jungen Zuschauer gesagt hat, hätte ich mir das Gleiche gewünscht in Deutschland, in der gleichen Masse für Hanau. Hanau war ja hier um die Ecke auch so. Und auch andere Sachen, andere Anschläge sind hier um die Ecke. Wie wäre es denn, wenn wir da die gleiche Form von Präsenz zeigen, die gleiche Form von, weil da ja auch viel in, auch kritisiert wurde, dass es dann in war, weil Amerika ist immer ein Vorbild, Amerika, es war auf einmal, war das so, fanden viele das einfach nur cool, schnell zu posten, BLM, Black Lives Matter, weil es eine Coolness hatte, und zwei Sekunden später haben sie wieder irgendwas gesagt oder so, wo du gesagt hast, okay, das steht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was du da gerade gesagt hast. Also um auch zu erkennen, so manche Sachen sind auch manchmal eine Trendform, ohne dass das die Wichtigkeit davon weg ist. Die Wichtigkeit bleibt behalten. Aber aus welcher Motivation geschieht was? Ich gebe mal an Max und an Mohammed an dieser Stelle noch mal weiter. Mohammed, bitteschön. Weißt du, was richtig peinlich ist? Ja. Almans. In general. Weil ich sitze natürlich als Journalist in Deutschland und genau diese Argumentationen kommen die ganze Zeit. In den USA, krass, da werden schwarze Menschen umgebracht vom Polizisten. Ja, das stimmt. Aber ich möchte über die Situation hier sprechen. Und ich möchte darüber reden, dass man als rassifizierte Person nicht einfach in eine Shisha-Bar gehen kann und sicher sein kann, dass man lebend nach Hause kommt. Mohammed, kann ich direkt unterbrechen und dich fragen zu dem Begriff Alman? Ich will es direkt wissen. Das ist eine Frage, die ich permanent auch bei mir gestellt bekomme. Ist Alman okay? Dürfen wir Alman sagen im Vergleich zu dem Wort Kanake? Manchmal auch im Vergleich zu dem N-Wort? Also alle drei Sachen sind was anderes. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Bitte. Also ja, oder auch Mohammed, darf ich ganz kurz dazu? Entschuldige. Ich nenne dich Alman, aber du rufst 110 an und dann komme ich in den Knast. Also es ist schon eine ganz andere Diskussionssituation, je nachdem, über welches Wort wir reden. Mhm. Und Alman ist das türkische, arabische, spanische Wort für Deutsch. Auch Persisch. Ich nenne auch Persisch, Masha'Allah, wir sind alle. Aber es ist einfach, wir reden da wieder Machtkomponente. Ich wünschte, du könntest mich einfach, nenn mich doch Kartoffelpastinak oder was du die ganze Zeit isst, das wäre für mich okay. Du nennst mich aber Ziegenficker. Das ist das Problem. Oh, jetzt hast du so minderjährige Zuschauer. Nein, das wird nicht gepiept. Also, aber nicht es ist halt das, die Entmenschlichung des Wortes und die dahinter. Alman ist eine urbane Art und Weise, genau diesen Unmut, den du angesprochen hast, zu reflektieren und zu sagen, hier ist irgendwas nicht okay. Leute sagen, aber ich gebe das Wort weiter. Nicht gestorben, weil sie Alman genannt haben. Das ist der Punkt. Niemand ist gestorben, aufgehangen worden, in Ketten gelegt worden, über die Meere gefahren worden, gelyncht worden, sonst irgendwas, weil er Alman genannt wurde. Weißt du? Und Deutsch bin ich auch. Das ist nicht das Problem. Ja, Leute sagen, danke schön, weil da war die Erklärung jetzt und hier war die Erklärung jetzt mit dem 110. Ja, war an beiden Stellen da. Möchte Max oder Mohammed noch mal direkt zu dieser Sache. Also natürlich, es kommt immer dieses Beispiel in den USA oder gerade am Wochenende hat mir eine Kollegin so einen Text geschickt über einen Messenger, der so lang war wie der Koran.
In Marokko gibt es auch Rassismus. Wo ich denke, ja, natürlich gibt es in Marokko Rassismus. Geh mein erstes Buch lesen. Hier, Link, mein zweites Buch, 16 Euro. Kannst du dir wirklich alles durchlesen? By the way, das ist auch nervig, weil alles kann man googeln mittlerweile. Ja. Alles kann man googeln. Das sind keine Ausrutscher und das ist alles einfach Ignoranz. Vor allen Dingen, wenn man gut dafür bezahlt wird bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Aber das Whataboutism, zu sagen, im Iran oder in Saudi-Arabien darf ich nicht die Glocken läuten lassen. Und ich so, wie kommst du überhaupt auf Saudi-Arabien, wenn ich mit dir rede? Das ist irgendwie erstens so ganz komisch. Und zweitens, lass uns doch hier über den Kontext bei uns einmal sprechen. Rein physisch, alle, die hier anwesend sind, wir können doch miteinander reden und verhandeln, was wir ändern können, damit Leute nicht mehr umgebracht werden. Ja, weil wir in deren Augen sind wir Iraner. In dem Moment, wenn ich was über Deutschland sage, werde ich ja nicht gesehen als die Deutsche, die was sagt. Sondern müsstest du nicht eher über den Iran? Inzwischen habe ich gemeint, ey, ich war inzwischen öfter in Venezuela, als ich im Iran war. Was ich war hast zweimal, du in Venezuela gemacht? Ich war, ja, dazu kommen wir. Ich war zweimal zwei Wochen im Iran. Einmal habe ich meine Nase operiert und beim zweiten Mal war ich da, damit meine Familie nicht denkt, sie war nur wegen der Nase da. Das ist die Wahrheit. Das ist mein Bezug zu Iran. Trotzdem, weil ich die Sprache beherrsche, weil ich die Kultur Nein, aber weil ich die Sprache beherrsche, weil ich die Kultur liebe, ja, spreche ich auch jede Menge. Also über welche Länder spreche ich am meisten? Das ist Deutschland und Iran. Warum kann meine Familie nicht in den Iran reisen? Warum hat mein Vater seit 30 Jahren dieses Land nicht mal betreten mit dem Fuß und seine Familie ist weggestorben, ohne dass er die besuchen könnte? Weil wir zu Genüge dort gesagt haben und immer noch sagen, Max. Ich finde, was Mohammed jetzt gerade gesagt hat, würde ich auch nochmal unterstreichen und sagen, ja klar, das Interessante ist doch wirklich, dass alle Informationen da sind. Es gibt keinen Mangel an Wissen darüber, dass Antisemitismus existiert und wieder existiert. Wenn ich das wissen will, gucke ich es mir an. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat irgendwie hunderte Bücher, die sich mit all diesen Themen befassen. Man kann hin, 4 Euro kann man kaufen. Man kann googeln, kostet kein Geld, kann man sich angucken. Du kannst dir ein YouTube-Video angucken und du hast sozusagen. Aber was lernen wir daraus? Gianni hat gerade gesagt, dass wir sozusagen auch aufhören müssen, vielleicht uns nur mit denjenigen zu befassen, die uns immer wieder diese Fragen stellen. Und das stimmt natürlich, ne, dass wir uns daran nicht permanent abarbeiten, weil uns das festhält, weil uns das ablenkt davon, worum es eigentlich geht. Und eine Pointe, und da ist für mich das Theater oder die Kunst ein wichtiger Raum, um Gegenpositionen zu beziehen. Als wir damals den Desintegrationskongress mit Sascha Meyer-Salzmann und anderen Leuten zusammen organisiert haben, war die Idee genau das, zu sagen, wir werden hier nicht nochmal erklären, warum Antisemitismus falsch ist. Ihr denkt, Juden regieren die Welt? Richtig, weil wir regieren die Welt. Ihr habt Angst vor den rachsüchtigen Juden? Richtig, weil wir rächen uns jetzt. Das ist der entscheidende sozusagen Twist, der für uns wichtig war, zu sagen, wenn wir eure Juden sind, dann seid ihr auch unsere Kartoffeln. Es geht darum, diesen Strumpf endlich mal umzukrempeln. Mhm. Endlich mal zu gucken, okay, was bedeutet denn eine Gegenerzählung? Und ich glaube nochmal, das Argument habe ich ja eben schon mal gemacht, dass wir eigentlich heute schon Räume existieren. Hip-Hop an sich ist ein Raum der Gegenerzählung. Und zu behaupten, dass Hip-Hop eine Form von sozusagen nur ausschließlich diskriminierend wäre, ist etwas Gesellschaftliches auf einen Kunstraum zu konzentrieren und zu sagen, nur da ist es ein Problem. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. So funktioniert die Diskussion um Diskriminierung natürlich immer wieder, dass man sagt, ja, ja, Diskriminierung, aber die Migranten diskriminieren. Gerade in Bezug auf Antisemitismus ein Riesenproblem. Als hätte Deutschland kein Antisemitismusproblem. Und dann traditionell. Ja? Und dann stellt sich ein Philipp Amthor hin und sagt, na, wir wissen doch, dass Antisemitismus unter Muslimen besonders verbreitet ist. Im muslimischen Kulturkreis. Was bist du für einer? Du bist ein deutscher, konservativer, christlicher Politiker und sagst, die Muslime haben ein Antisemitismusproblem? Quatsch. Wirklich Quatsch. Und ich glaube, dass da diese Frage von, okay, was für kreative, vielleicht auch sozusagen empowernde Strategien haben wir eigentlich, um in eine Handlung zu kommen. Also wir sind hier alles Role Models. Wir sind für diese jungen Menschen, ob 11 oder 111, die uns sehen und die irgendwas mit dem anfangen können, was wir hier sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach über diese Erfahrungswerte reden, weil viele haben nicht diese Wörter, die haben nicht die Sprache, die haben das in ihrem Kopf und denken sich, verdammt, das liegt an mir. Aber wir können es aussprechen, weil wir eine Generation sind, die das Reden quasi jetzt für sich nutzt, um quasi zu machen, wir sensibilisieren nicht nur unsere eigenen Menschen, sondern sensibilisieren auch die Mehrheit. Also eigentlich sind wir alles ErklärbärInnen hier, ja, die euch irgendwie erklären, was hier irgendwie es eigentlich so richtig abläuft. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man uns auch ganz ehrlich
dass man uns das auch wertschätzt. Dass man auch sagt, hey, ich wertschätze dir das an, dass du das hier gerade tust und ich sehe dich. Und deshalb ist es auch wichtig, dass, auch wenn es weiße Räume sind, ich habe kein Problem, wenn weiße Menschen sich über Rassismus unterhalten. Nur das Wie ist entscheidend. Und wenn wir das sehen, wie das zum Beispiel da in dieser 100-Klassensendung da gemacht worden ist, hatte ich das Gefühl gehabt, ich habe es dir vorhin gesagt, als wir eine rauchen waren, habe ich gesagt, hör mal, das hatte was von einer Trinkhallenkultur. Aber so ist es. Also wir müssen ja mal sehen, man hatte so den Eindruck, so reden privilegierte Menschen, weiße Menschen, die einen gewissen Standard haben, eine gewisse öffentliche Präsenz haben, die übrigens auch was das Alter und ich sage jetzt mal auch die intellektuellen Geistesfähigkeiten hatten, wie sie über eigentlich andere Menschen reden in unserem Land, wie sie über Wörter reden, wie sie über Völker reden und das, also diese, ich habe zu meinem Mann habe ich gesagt, Paul, die hauen hier nur Gedankenfürze raus. Es ist doch ganz klar, dass die nur rassistische Scheiße sprechen am Ende. Und das war es halt eben, was mich dann halt einfach so krass aufgehockt hat, weil ich so den Beweis hatte, Gianni, es ist so. Du hast es im Gefühl gehabt, aber das ist repräsentativ für ganz, ganz viele Räume, weiße Räume, wo du vielleicht als Gianni nicht zu sehen bist. Ich fand eine Sache, die du gesagt hast, Gianni, sehr, sehr wichtig. Ich habe das auch mal, ich glaube, bei Sammy Deluxe im Podcast habe ich eine Geschichte erzählt, die ist zu lang, deswegen an der Stelle, ich kann das jetzt nicht noch mal erzählen. Aber wir sprechen ja auch, wie wir hier sitzen, aus einer privilegierten Position. Ja, im Sinne von alle, die hier sitzen, haben Gehör, sind Autoren, Bestseller-Autoren, haben eine große Twitter-Followerschaft und so weiter. Ja. Wir sprechen aus einer Position, wo wir uns, oder wir sind auch in der Lage, uns verbal, wir sind der Sprache gutmächtig, schönmächtig, können sprechen. Ich erlebe immer wieder Momente, wo ich Rassismus erfahre und diese Leute überhaupt nicht wissen, wer ich bin. Ich habe das bei Sammy Deluxe erzählt, wo ich in einem Schnitzelladen in Wien war und mit meinem ganzen Team gekommen bin und mein Team ist ein Eritreer, ein Türke, eine Deutsche, eine DJ, die ist halb Deutsche, Halbtürkin und so und die dann allen guten Tag gesagt haben und als unsere Gruppe kam und die erst mein Team gesehen haben und eben lauter Leute irgendwie mit Bauchtaschen und Jogginganzügen und dann die Haarfarben und dann irgendwie nicht guten Tag gesagt haben, also irgendwie so hat das weggeguckt und die wollten einfach nur platziert werden und hat dann, als ich dann, ich versuche immer so einen netten Move, um zu gucken, vielleicht hat da jemand einen schlechten Tag, dann gesagt habe so, sie haben allen guten Tag gesagt und uns nicht. Also ich habe den angefasst und er hat dann so gemacht, also so auf seinen Arm geguckt, so geguckt und weggeguckt. Und als ich dann gesagt habe, ich möchte bitte einmal den Manager sprechen, warum wurden wir gerade so komisch behandelt? Und dann war sofort, oh mein Gott, wir wussten nicht, dass sie sieht. Aber ich war, na Moment, Moment, nicht weil ich bin. Hier, der beste Tisch, Schnitzel aufs Haus. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, mein großes Problem ist dabei, ich spreche, genau, mein großes Problem ist, ich spreche in dem Moment nicht für mich. Ich denke mir, wenn mein Vater an dem Tag dahin gegangen wäre, dein Vater, sein Vater, sein Vater, Max' Vater, egal wer, den man vielleicht in irgendeine Gruppe steckt und dann siehst du jemanden und jetzt sagst, und zu dem so, weißt du, was mein Vater machen würde? Mein Vater wäre der Mensch, der, wenn der Mensch zu ihm nicht Hallo sagt und sagt, oder sie bekommen hier keinen Tisch, der würde so runtergucken und würde wieder gehen. Mein weil Vater er nicht würde sagen, da leckst du mich in die Asche. Okay, super. Das hat er auch. Ja, aber dann ist dein Vater auch jemand, der kontern kann. Ja, der mein kann. Mein ja, Papa, weil er Persisch sprechen kann, wie also unfassbar, so wie Max Deutsch spricht, also so literarisch spricht mein Vater Persisch. Und er schämt sich, weil er im Deutschen dann vielleicht mal ein Wort falsch, als Literat ist ihm das unangenehm, dass er sich auf Deutsch nicht so ausdrücken kann. Und ich habe auch mit meinem Tourmanager Awet, der eritreischen Papa, hat er gesagt, mein Papa genauso. Würde den Kopf runter machen, sagen, ja, okay, das war Rassismus. Aber wir trauen uns hier nicht. Und wenn ich frech werde, werde ich nicht frech für Enisa. Weil Enisa kann sich das kaufen in der Form. Enisa kann ihren Namen, Enisa kann ihren Manager anrufen lassen und sagen kann, ich will nicht. Ich werde frech für die das kleinste Zahnrad sind, die sich eben nicht wehren können. Weil wir alle so vielfältige Autobiografien haben wegen unserer, wir sind Einwanderer, haben Einwanderungsgeschichte, andere sind geborene Deutsche, wie die zum Beispiel die Sinti-Community, das sind ja seit über 600, 700 Jahren, sind das geborene Deutsche, das sind also nicht irgendwelche allochtonen Migranten, die irgendwann mal hier hingekommen sind, sondern sie sind anochton, also sie waren immer hier und das ist bei den Sinti zum Beispiel der Fall. Bei den Roma ist es ein bisschen anders, weil viele da halt einfach auch im Balkanbereich ansässig waren. Ich war mal bei einer Show, wo ein Mensch da sagte,
ich gesagt habe, da hinten an der blauen Tür. Und er sagte, das ist nicht blau, Nisa, das ist Petrol. Und 2 Minuten später fiel der Satz, können wir die Ausländer bitte dann jetzt auch darüber holen? Und ich so, ey, warum gibt es in Deutschland 80 Varianten für Blau, Alter? Wir haben Petrol, wir haben Fleischchen, wir haben viel Flieder, wir haben das, aber wir sind alle Ausländer. Also, wo weiß ich, also, da wird Wert gelegt zu sagen, das ist nicht Lavendel. Sind wir noch das Ausländer? Das ist, also die Frage ist, ob wir noch Ausländer sind. Aber die Kehrseite ist tatsächlich, was ist Deutsch und wer ist Deutsch? Und das Deutschsein ist so statisch schon immer gewesen. Also wenn wir uns die Gründung der deutschen Nation angucken, wenn wir es historisch betrachten wollen, Rasse und Nation sind aufs Engste miteinander verstrickt. Deswegen ist ja die Vorstellung, dass Deutsche weiß und blond und blauäugig sein müssen, hat sich so gefestigt in diese Gesellschaft bis zum heutigen Tag, dass alles andere, und es können, wie du schon sagst, Sinti sein, die seit 600 Jahren hier leben, schwarze Deutsche übrigens auch, gibt es seit genauso lange in diesem Sprachraum. Ja, das wird ja auch überhaupt nicht betrachtet. Und wir werden ja gar nicht als Deutsch gesehen, es sei denn, ich bin in Amerika bei meinen Verwandten und dann merken die nämlich sehr wohl, dass ich Deutsch bin. Ne? Also, und dann werde ich nämlich die Kartoffel sozusagen, ne? Die Baked Potato, wenn du willst. Weißt du, was ich meine? Aber nur hier im Land, wo ich groß geworden bin, sozialisiert worden bin, studiert, promoviert habe und so weiter und so fort, ich werde überhaupt nicht als Deutscher akzeptiert. Und das ist so diese Schizophrenie auf eine Art. Ja? Und, genau, und ich finde auch da wieder, was wäre denn ein anderer Blick? Also was würde es denn bedeuten, den Blick umzukehren? Und ich finde jetzt, dieses Jahr wird ja gefeiert, ist ein sehr anstrengend, gerade in meinem E-Mail-Postfach, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wir wissen, Deutschland gibt es noch nicht 1700 Jahre. Und wenn es Juden hier seit 1700 Jahren gibt, und das ist ja nur die erste Quelle, wahrscheinlich schon länger, dann könnte man auch den Blick auch umdrehen und sagen, 1700 Jahre Migration nach Judistan. Warum denn nicht? Also warum nicht sagen, ey, warum reden wir überhaupt so, als wären sozusagen Juden ein additional 1700 Jahre in einer Gesellschaft, die schon immer da gewesen ist. So stimmt es nicht. Die Gesellschaft hat es so nicht gegeben vor 1700 Jahren. Und Juden waren mindestens, wenn nicht noch länger, auf diesem Gebiet wie die Leute, die dann hierher gekommen sind. Und das ist doch witzig. Das ist doch interessant, so darüber nachzudenken, weil plötzlich kommen wir an einen Punkt, an dem wir Gesellschaft plural denken in ihren Herkünften und an denen wir nicht mehr unterscheiden zwischen denen, die als Ausländer mal als Muslime, mal als Asylanten, mal als irgendwas bezeichnet werden und denen, die sozusagen deutsch-deutsch sind und sich selber als diejenigen verstehen, die definieren dürfen, ob man ein Wort noch sagen darf oder nicht, ob es einen halt stört oder nicht. So funktioniert es nicht mehr. Und es wird natürlich anstrengender dadurch. Mhm. Mohammed hat es ja unterstrichen, Nawar hat es unterstrichen, also sozusagen auf welche Weise diese Geschichten auch zu einer größeren Spannung führen. Mhm. Aber das ist nun mal das, was plurale Demokratie bedeutet. Sie bedeutet nicht Harmonie. Integration verspricht immer Harmonie. Es gibt keine Harmonie in dieser Gesellschaft. Dafür ist es eine vielfältige und unterschiedliche Perspektive, Gesellschaft mit vielfältigen unterschiedlichen Perspektiven. Und auf diesen Streit müssen wir uns einstellen. Nawa, nochmal bitte, also gerade was Integration angeht, so, das ist ja auch eine Forderung, die von uns ständig, finde ich den Titel von Marx schön, desintegriert euch, lest das Buch. Diese Forderung, die ja auch an uns integriert euch und was auch damit auch oft gemeint ist. Also wann ist wer integriert? Also da wird oft das Wort Sprache benutzt. Der muss die Sprache sprechen können. Der muss so. Ich habe das Gefühl, es ist mehr als das. Ich habe auch das Gefühl, ich habe auch oft gerade bei diesem ganz rechten Gesabbel oft das Gefühl, dass es geht oft auch nicht um die Religion und um Muslime. Wir werden ja so stigmatisiert. Also ich habe das Gefühl, wenn jetzt ganz Deutschland konvertieren würde und wir wären jetzt alle auf einmal nur noch eine Religion, wir wären alle Christen oder so, dann würden wir in 2 Stunden über was anderes reden und sagen, ja, aber die haben eine andere Hautfarbe, die reden gerne ein bisschen lauter. Das wollte ich dich auch speziell fragen. So, es ist ja auch viel diese, wir POC-Frauen, wir sind laut, wir sind dann unangenehm, da spielen sicherlich auch Sexismus-Aspekte eine Rolle. Eine Frau hat immer lieb zu sein, eine Frau hat immer still und brav zu sein. Aber wenn wir dann in unserer Wut dann was sagen, da gibt es in Amerika auch den Ausdruck der Angry Black Woman. Ach, so, den gibt es hier auch. Den also, gibt es hier auch, so, also, womit dann auch ein Bild von uns geschaffen wird. Ja. Oh, wie oft lese ich das? Aber die ist mir, die sagt das zu laut. Und zu so. Emotional. Zu emotional. Zu emotional, weil das ist auch immer diese Sache, dass in solchen Diskussionen immer ist,
jemand hat die Diskussion ja sehr sachlich geführt. Es ist so ein eine lobenswerte Kritik zu hören, dass man als Person of Color zu Rassismus gesprochen hat und ruhig geblieben ist und sachlich geblieben ist. Aber warum soll ich das sein? Warum soll ich das sein? Ich habe diese Wut. Es könnten meine Freunde sein, die sterben. Es könnten ich sein, die sterbe. Also ich erzähle das immer wieder gerne, weil das so ein Moment in dem letzten, also gerne ist jetzt vielleicht ein falsches Wort, aber das ist ein Moment, den ich aus dem letzten Jahr sehr stark mitnehme, ist, dass ich mit einem Schild durch Hanau gelaufen ist, auf dem der Name von Said stand. Und ich habe mir gedacht, das ist total dämlich. Er sollte hier über die Straße laufen und seine Dinge tun, erledigen. Und ich laufe jetzt mit einem Schild hierher und ich soll ruhig bleiben. Mhm. Ich soll sachlich nicht emotional bleiben. Das ist so diese eine Sache. Und das andere ist halt auch, was auch diese ganze Geschichte ist mit Integration und zu zeigen, so wie soll ich das sagen, ruhig bleiben, es bemüht ist, Teil zu sein oder wie auch immer. Das halte ich halt auch schwierig, weil ich habe vorhin schon gesagt, aber ich sage es halt nochmal, wenn wir dann aber in einer Situation sind, wenn wir jetzt hier eine Runde wären und da wären irgendwie vier weiß-deutsch gelesene Menschen und ich, dann wäre bei mir eher so, erzähl doch mal von deiner Vergangenheit, wie war das denn? Pack doch mal Geschichten aus. Ich kann Geschichten erzählen. Ich kann erzählen, dass mir gesagt wurde, ach, du siehst zwar nicht deutsch aus, aber du brauchst dich nicht schämen, weil du bist ja ganz hübsch. Also solche Dinge erfährt man jeden Tag und ich kann das auspacken, kein Problem. Das ist alles, alles möglich. Aber gleichzeitig bin ich habe mir den Job ausgesucht aus der Not heraus, um das zu machen, aber ich und ihr und wir sind nicht hier, um Bildungsarbeit zu leisten, kostenlose Bildungsarbeit zu leisten für die Mehrheit der Gesellschaft, für ein Problem, was nicht quasi das betrifft, sondern es ist ein Problem, was der Gesamtgesellschaft hat. Und ich bin nicht dafür da, den Rassismus quasi zu beenden oder euch das beizubringen. Das könnt ihr auch selber schaffen. So. Das ist so das... Das alles spiegelt einfach meine Gefühlslage wieder, so wie du es formulierst, weil meine Reaktion ist, okay, nimm dein Deutschland mit deiner Integration und dein Heimatministerium, dein Pastinakenauflauf, yalla, tschüss, have fun, weil ich will damit nichts zu tun haben. Aus meiner Arbeit heraus weiß ich das. Die sagen dann, geh bitte aus unserem Land. Nee, die sagen dann, guck mal, andere Hamudi, der ist super gut integriert, weil der war bei Talkshow oder der hat ein Buch geschrieben und hat gesagt, okay, hier, ich mache euch jetzt Meet Me Halfway. Mhm. Wo ich so denke, ja, Hamudi, kannst du machen, was du willst. Es ist ja auch deine quasi Freiheit zu sagen, ich finde Deutschland total toll oder ich wurde nie diskriminiert. Mhm. Aber meine Situation ist, aus meiner Arbeit als Journalist und als Buchautor weiß ich, dass das Konzept von Integration eigentlich nur Müll sein kann. Weil Integration bedeutet, dass sich alle diese Leute, die hier sitzen und die vielen jungen Menschen, die wirklich auch ihre Identität suchen die ganze Zeit, dass die sich an ein gewisses Ideal halten müssen. Und meine Recherchen sagen, dieses Ideal ist gar nicht so ideal. Hier gibt es Parteien, die menschenfeindlich sind. Hier werden Leute umgebracht. Hier herrscht eine diskriminierende Sprache. Und ich halte mich halt auch nicht so gerne daran, wenn du mir sagst, du musst jetzt irgendwie Leitkultur machen oder Leitkultur leben. Und es ist meine Freiheit zu sagen, okay, gut, dann mach du dein Heimatministerium, ich mach meinen Hot Shit. Bye. Diesen Leuten wird aber auf diese Narrative ja vermittelt, der Ausländer ist ja gefährlich. Wir sind ich bin alle gefährlich, kriminell. Ja, warum? Alle kriminell, ja, alle kriminell. Aber ist das auch auf der anderen Seite? Es wird versucht, auch zum Beispiel, Max hat das vorhin auch gesagt mit Hip-Hop, es wird auch versucht, die eigenen Probleme auch nach außen zu schieben, auf etwas anderes zu schieben. Es sind der Hip-Hop macht so, das, ja. So, der Hip-Hop ist antisemitisch. So, ne? Also es wird versucht, auch so ein bisschen so das von sich wegzubringen. Genau, ich war bei Hart aber Fair eingeladen und ich lage diese Panels immer ab, weil ich einfach keinen Bock habe da. Dann wurde ich eingeladen und dann hieß es Seehofer kommen. Wenn der kommt, komme ich auch. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch ein schlimmeres Wort da verwendet, aber das darf ich, glaube ich, jetzt hier nicht sagen. Und dann war ich dort und saß tatsächlich auch da, weil alle wurden vor mir gefragt und dann Kamera geht auf mich, ich sitze da so.
Und dann war, und jetzt war mein erster Satz, auch wenn ich schon wütend war, war mein halt erster Satz, dass ich glaube, dass damit so Begrifflichkeiten Angst gemacht wird. Und jetzt kommt so mein erster Satz, wo ich sage, egal, ob man ein Jude, ein Christ, ein Moslem ist, ein nicht religiöser Mensch ist, diese Art von Diskriminierung, diese Art, und sage das. Und ich habe später, stand in 7 von 10 Zeitungen, ich muss auch sagen, viele auch positiv, aber 7 von 10 Zeitungen schrieben die Muslim-Verteidigerin, wo ich gesagt habe, ich habe in dieser Sendung mehrfach gesagt, dass ich mich gar keiner Religion zuschreibe. Ich habe in den Sätzen gesagt, ein Jude, ein Moslem, ein Christ. Das heißt, ich habe sogar von Leuten dann Shit bekommen aus eigenen Reihen, die gesagt haben, mach mal jetzt kein Hufeisen, worum ging es hier eigentlich und so. Also, dass Leute gesagt haben, du hättest klar sagen müssen, es geht gerade nur um die Muslime oder es geht gerade nur um die Juden. Das Christen in Deutschland ist gerade gar nicht Thema. Aber trotzdem wurde ich 7 von 10 Zeitungen, war ich zu wütend, zu laut und eben auch die Muslim-Verteidigerin. Und da hab ich wirklich für mich reflektiert, wenn ich jetzt da als weiße Deutsche ohne Migrationshintergrund gesessen hätte und ich hätte den gleichen Satz gesagt, hätte gesagt, egal ob es um Muslime, um Juden oder um Christen woanders geht oder so, diese Art von Stigmatisierung ist hochgefährlich, glaube ich, hätte man gesagt, wunderbar. Guck mal, was für einen schönen Satz, die Julia da gerade gedroppt hat. So. Aber bei Enisa war es halt, ist das nicht die Iranerin? Ich habe nur gelesen, die Iranerin, ist die nicht Muslima? Und dann wundern sich Leute, warum dieser Trotz entsteht, dass man sagt, ich kann also 100-mal sagen, dass ich zum Beispiel das gar nicht auslebe, das gar nicht bin, das gar nicht da. Und trotzdem sagst du zu mir, nein, das bist du für mich. Mhm. Und da ist, glaube ich, deine Haltung, dieses, dass du diese Fremdbeschreibung, dass du sagst, so, dann fick du dich selbst so? Genauso würde ich es formulieren. Bitte. Ja, wirklich. Ja. Enisa, ganz kurz. Mir ist wichtig zu erklären, weil wir hier so Integration und so, das ist immer so diese weiße Erwartungshaltung, dass wir uns integrieren müssen. Wir sind, die meisten, glaube ich, von uns sind hier geboren. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine Migrationsgeschichte im Sinne von, also unsere Eltern vielleicht, aber wir nicht. Das heißt, es geht, glaube ich, vielen People of Color, schwarzen Menschen, Sinti und Rom, ja nicht darum, dass sie integriert werden, sondern ich glaube, es soll erstmal darum gehen, dass wir alle hier was ganz Großartiges in diesem Land haben und das ist das Grundgesetz, das ist das Erste, woran wir uns alle irgendwie so halten wollen auch, weil das eine friedliche Zusammenleben ermöglicht. Es geht um Partizipation. Das ist das Entscheidende. Meine Mutter und mein Vater waren nie integriert gewesen und die werden auch nie integriert werden, aber meine Eltern, die machen keine Sachen, die beispielsweise das Grundgesetz irgendwie nicht treffen. Das heißt also, es sind friedliche Menschen, die leben hier, die sprechen die deutsche Sprache, aber sie leben auch gerne in ihrer eigenen Community und das ist auch gut so, weil wir haben doch die Wahl, wo wir sein wollen, welchen Space wir haben wollen. Das ist doch eine ganz wichtige Ressource einer demokratischen Gemeinschaft, dass wir sein können, wie wir sind, dass wir benennen können, wie wir sind, dass wir als marginalisierte Menschen auch, wie beispielsweise, wenn du homosexuell bist, an einer bestimmten Stelle stehst und dort auch gesehen wirst. Und das wird einfach auch im Großen und Ganzen nicht betrachtet, weil es immer heißt, die sind nicht normal, die gehören nicht zur Norm. Wir müssen dafür sorgen, dass wir sie normalisieren. Das ist so eine Art von Zwangsassimilierung, die mein Volk beispielsweise ja auch sehr, sehr, sehr gut kennt und auch viel mitgemacht hat. Aber darum geht es nicht. Es geht um Teilhabe. Am Ende, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir so einen Rahmen finden, gerade über so schwierige und verletzliche Themen wie Rassismus, Antidiskriminierung, Homophobie, Transphobie, Islamophobie, dass wir einen Raum finden innerhalb unserer Kreise, aber auch mit der Mehrheitsgesellschaft, dass selbst wenn wir uns nicht einig sind und wir niemanden überreden müssen, dass dieser Respekt am Ende zu spüren ist. Denn die Menschen, die uns heute zusehen, die werden vielleicht vieles nicht verstehen, was wir gesagt haben, weil wir auch viel Fachchinesisch gesprochen haben. Aber die checken, da saßen 6 super gut aussehende Menschen, ja, die super aber wichtig. Auch das, was sie gesagt haben, mit ihrer Attitude, mit ihrem Herz, mit ihrem Körper, mit ihrem Gesicht ausgedrückt haben. Das sind die Dinge, das sind die Bridges, die auch Weiße verstehen. Und da müssen wir uns begegnen. Das heißt, wir müssen Rassismus,
nicht nur auf einer wissenschaftlichen und theoretischen Weise sehen, sondern wir müssen es auf einer menschlichen und vor allen Dingen auf einer spirituellen und wobei das nicht passiert. Ne? Also ja. Wissenschaftlich wird Rassismus hier überhaupt nicht verhandelt in diesem Land. Von unseren Kreisen finde ich wichtig. Was weiße Menschen schreiben, interessiert mich meistens gar nicht. Ich bin total bei dir, aber die Arbeiten, die gibt es aus all unseren Communities, aber die Mehrheitsgesellschaft nimmt es nicht an. Also das möchte ich, und das ist meine Realität als schwarze Wissenschaftlerin in diesem Land mit meinem bald 7. Buch, was kein Mensch kennt. Und alle beschweren sich darüber, oh, Rassismus, was machen wir? Lies eins meiner Bücher, fang damit an. Die Diskussion gab es ja bei Alice Pastas, als der Kollege Nur, wo ich dann auch gesagt habe, den ich als einen sehr freundlichen Menschen kennengelernt habe. Ich habe mehrfach bei seiner Show, also ich habe überhaupt nichts Persönliches, war zu mir immer wunderbar freundlich und respektvoll. Auch freundliche Menschen können rassistisch sein. Ja, also so, oder sich später irgendwelche, oder auch später in irgendeine Richtung entwickeln oder so, keine Ahnung. Aber da fand ich eben auch diese Diskussion so interessant, dann irgendwie vorauszusetzen, dass das tolle Buch von Alice Hastas, das ist aus den USA, weil warum? Ich habe eine schwarze Frau auf dem Cover gesehen, das muss ja USA sein. Und hier gibt es keinen Rassismus. Und hier gibt es das nicht. Und dann eben auch dann selbst in der Entschuldigung, im Gegenbeispiel, dann, was ich halt auch wirklich, wie gesagt, schade fand, dass mir ein sympathischer Mensch ist aus privaten Begegnungen, dann gesagt habe so, aber ich war auch schon mal in Bolivien und in Bolivien hat mich auch schon mal jemand schief angeguckt, weil ich weißer bin. Also wirklich dieses Privileg, was ja auch global existiert, das weiße Privileg, was ja jetzt kein deutsches Privileg ist, sondern durch eine globale Kolonialisierungsgeschichte entstanden ist, das auch nochmal zu erkennen und zu unterscheiden. Da gibt es so viele Wörter, die ich auch gerne sowas wie, was ja auch im Hip-Hop viel vorkommt, so Cultural Appropriation. Warum? Also wie viele, ich gemerkt habe, gerade von den jugendlichen Kindern, das nicht verstehen. Wie, ich darf mir jetzt keine Braids machen, aber die machen sich doch blond und weiß. Und wie oft, die bleachen doch und um dann mal zu erklären, so, ja, aber die haben teilweise die Jobs nicht bekommen, weil ihnen beim Job gesagt wurde, mit einem Afro dürfen sie hier nicht arbeiten. Oder mit einem Kopftuch. Oder die sind dann einem Bild nachgerannt, okay, dann werde ich mich ein bisschen weißer machen, damit ich in meinem Job Erfolg habe oder funktionieren kann. Während die andere Sache etwas fetischisiert und von einer Gruppe, die Probleme hat, eine Gruppe, die nicht die gleichen Rechte hat, eine Gruppe, die nicht gleich beachtet wird. Also diesen Unterschied zu, weil da immer wieder kommt, ja, aber die machen doch auch. Hä, die machen sich die Haare blond, ich darf keine Braids. Wie, die dürfen Allmann, ich darf nicht N-Wort. Ja, tatsächlich, weil ich glaube, wir reden und es gibt ja häufig diese Argumentation, wir sind ja alle Menschen. Ne? Und wir sind alle Menschen heute, würde ich mal so weit sagen, aber wir werden als Menschen unterschiedlich kategorisiert. Und hinter diesem Menschsein gibt es ja auch unterschiedliche Geschichten. Also wir Schwarze, unsere Geschichte ist ja, dass wir versklavt wurden. Wir waren also Unmenschen. Wir mussten erst Mensch werden. Das ist eine andere Geschichte als die Aufklärung und so weiter. Worauf wir uns berufen, weil du gerade das Grundgesetz benannt hast, und das finde ich super wichtig. Wir führen diese Debatte über Rassismus oder Rassismen auf einer total primitiven Ebene. Ja. Es handelt sich um ein Menschenrecht. Schutz vor Diskriminierung ist ein Menschenrecht. Und die Menschenrechte sind indiskutabel. Aber was ständig gemacht wird, ist, dass der Schutz, den wir alle in einem Land mit Menschenrechten, die sich Demokratie schimpft, die sich feiert für die Aufklärung inmitten Europa, immer noch Menschenrechte debattieren. Weil das ist das, was wir hier machen. Und da finde ich, darf auch nicht gegengestellt werden, dass Menschen ihre Meinung sagen dürfen, was auch ein Menschenrecht ist. Weil es heißt ja, dort Menschenrechte oder die Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des anderen beschnitten wird. Und wenn eine Meinung zur Diskriminierung führt, dann hört da Meinung auf. Und wenn das nicht berücksichtigt wird, wenn wir diese grundlegenden menschenrechtlichen Fragen nicht hinkriegen und auf diese Weise immer ständig über Diskriminierung und gibt es Rassismus und was ist das und die Weißen dürfen ja sowieso machen, was sie wollen. Nein, Weiße sind immer in der Mehrheit, egal, also in der Machtposition, Entschuldigung, egal, ob sie jetzt zu 10 da sind oder es 10 nicht deutsche, weiße, nicht weiße Menschen gibt und es nur 2 weiße sind, sie haben trotzdem die Macht im Kontext von Rassismus. Und das muss endlich verstanden werden. Es wird nicht verstanden. Es wird diskutiert über unsere Existenz. Und auf dieser Ebene, so muss das verstanden werden, was wir hier seit Jahrzehnten machen.
Wunderbar. Ja, danke, Natascha. Ich muss an dieser Stelle, ich kriege Druck, Sendung, was denn? Jetzt mache ich schon eine eigene Sendung und kriege Sendezeitdruck. Also, der denkt direkt, er ist Ding, öffentlich-rechtliche, okay. Und jetzt sagt jemand, hast du gehört, wie sie geredet hat? Allah. So. Okay. Ich hätte gerne ein kurzes, also nochmal, ich möchte mich einmal bedanken bei euch allen und ich möchte bitte einmal kurz aufrufen, dass nicht nur jetzt Enisa hat die jetzt hierhin geholt, folgt diesen Leuten. Dass bevor ihr wieder drei, weiß ich nicht, denen folgt und drei, wo Outfits gepostet werden und so, dass es auch eine Möglichkeit, intensiv dazu zu lernen, egal ob es auf Instagram ist oder auf Twitter ist, wenn man einem Max Scholek folgt, einer Natascha Kelly folgt, einem Gianni Jovanovic, habe ich es richtig gesagt? Ja, neu kennengelernt, Gianni Jovanovic folgt und Mohammed Amjad und Navor, darf ich so Navor sagen, Sarah Bion. Habe ich es richtig gesagt? Oh, ich habe doch alles. So. Aber geht bitte auf Instagram. Ihr habt hier überall deren IGs gesehen. Folgt denen, supportet, lernt dazu. Und jetzt möchte ich jedem nochmal einen abschließenden Satz sagen lassen. Und vielleicht ist das auch nicht das letzte Mal beste Instanz gewesen. Vielleicht mache ich das jetzt regelmäßig. Beste Instanz. Gianni, bitteschön, ein abschließendes Statement von jedem vielleicht. Ein kurzes. Ich wünsche mir, das habe ich vorhin im Gespräch auch noch gesagt, dass hier keine Nebelkerze wird. Wir, die davon betroffen sind, wir müssen ran, wir müssen es machen, sonst machen es andere für uns, über dieses Thema aufzuklären und dann wird es immer unschön. Das wünsche ich mir für die Zukunft und ich wünsche mir, dass alle die uns heute zugeguckt haben, wissen, es geht hier nicht darum, irgendwelche Menschen in irgendwelche Hautfarben einzukategorisieren, sondern wir haben hier über Machtverhältnisse gesprochen, die seit Jahrhunderten das Leben von Menschen dominieren. Und an alle, die da draußen be beautiful, be proud und be every time correct. Natascha, so. Bitteschön. Also ich möchte mich bei dir bedanken, Enisa. Danke. Und weil ich das wirklich super wichtig finde, dass gerade Leute, die nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehören und in privilegierten Positionen sind, wir können mehr. Also das ist wirklich eine Selbstkritik an all unsere Communities, weil ich irgendwie mir denke, die paar Tausend, die oben sind, die machen nichts, die reagieren nicht. Die ruhen sich aus und tun nichts und ja, ich habe ja nicht das Problem, Rassismus ist ja ein Problem des Volkes, so ungefähr. Ja, also ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Aber du setzt deine kompletten Resources ein, deine Person ein, deine Figur ein, um das zu thematisieren und diesen Raum zu schaffen. Und das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Von daher, Dankeschön dafür, wirklich. Dank. Ja. Dankeschön. Max. Max, jetzt bedankst du dich bitte? Nee, dem Dank möchte ich mich auch anschließen, auch dass du deine Plattform bereitstellst dafür. Ich glaube, eine Sache, die ich noch wichtig finde, ist, dass ich würde mir wünschen, dass wir wegkommen davon, diese Ereignisse, wie sie jetzt auch im WDR passiert sind, immer als Einzelfälle zu diskutieren. Und es ist ja heute immer wieder aufgekommen und ich möchte es einfach gerne nochmal unterstreichen, dass es sich um strukturelle Probleme handelt, die nach 45 nicht einfach aufgehört haben. Und ich glaube, es gibt eine Situation, in der man sich in Deutschland sehr, sehr stark wünscht, dass nach 45 ein besseres Deutschland entstanden ist, aber der Wunsch alleine erzeugt noch nicht die Realität. Und da brauchen strukturelle Probleme strukturelle Lösungen. Mein neues Buch. Das neue Buch. Ding, 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 ding. Und ich glaube, das ist ja, genau die Frage, das ist genau der Punkt, den ich machen würde, dass es nicht darum geht, eine bessere Sprache nur zu benutzen, sondern es geht darum, auch die Gesellschaft tatsächlich anders zu denken und zu verändern. Und ich glaube, da passieren heute schon ganz viele Sachen. Und ich glaube, jeder und jede kann entscheiden, ob er oder sie Teil davon sein will oder sagen will, so habe ich schon immer gesprochen und deswegen spreche ich einfach weiter so, egal ob es irgendjemanden verletzt. Mhm. Hört den Leuten zu und probiert empathisch zu sein. Und ich glaube, dann kriegen wir das auch zusammen hin. Ja. Vielen Dank, Max, dass du gekommen bist. Mohammed Amjad. Ich glaube, antirassistisches Denken und Kritik, das ist jetzt da, das geht nicht weg, es nervt und es ist auch gut so. Und wir werden alle hier auf dem Podium, aber auch da draußen aufeinander aufpassen. Und das ist total wichtig als Message, weil dann könnt ihr weiter euren Scheiß machen, aber wir werden uns dabei halt nicht unterkriegen lassen. Dankeschön, Navo. Navajun, letzter Satz. Ja, es wurden jetzt so viele schöne Dinge gesagt, denen ich nur anschließen kann. Ich kann vielleicht euch, wer auch immer jetzt gerade zuschaut, nur sagen, auch wenn es weh tut, haltet den Finger drauf und bleibt wütend.
eure Emotionen sind alle berechtigt und ihr seid nicht alleine, wir sind zusammen hier. Das war der letzte Satz. Dankeschön. Ihr seid bei der besten Tanz. Ciao.